her, du Mistgörre. Ich hasse Puppen. Wirklich, das hat aber auch was mit meiner Kindheit zu tun. Ich hasse die Viecher. Oh, ist das disgusting. Wo ist sie? Oh, ist das disgusting. Verdammte Scheiße, wo ist sie? Ist sie nicht dabei? Dieses Mistvieh. Die andere Puppe rastet ja mittlerweile vollkommen aus hier, ne? Wo ist das Miststück? Die hat ja hier. Wartet mal. Pass mal auf. Ja, ich sterb gleich. Bei dritten Mal bin ich tot. Hier ist Blutspur von ihr. Da und da. Aber woanders nicht. Aber wo ist sie? Ich hab dich, du Mistvieh. Du Mistvieh. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was ist das?
Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Alter Schäde. Nummer zwei. Angie. Die Puppe Angie. Bloß raus aus diesem Horrorhaus, ey. Bloß weg hier. Nee, nee, nee. I'm out. Ich verpiss mich. Mach's gut. Werd glücklich mit deinen Puppen. Ah, Scheiße. Also ich denke, deine Vermutung war auch richtig. Nach dem dritten Mal wäre ich wirklich tot gewesen. Also, wenn ich Angie nicht gefunden hätte, wäre ich gestorben, denke ich. Also, das war confirm. Sonst noch irgendwas hier anwenden? Nee. Was kann man denn hier anwenden? Okay, keine Ahnung. Oh, ich habe keine Medizin mehr. Auf jeden Fall irgendwann noch mal herkommen und gucken. Was? Wo kommt denn ihr jetzt auf einmal her? Oh Gott, das sind ja Ghule! Wo kommt denn ihr her? Oh Gott, neben mir! Als ob er noch lebt. Sonne und Mond. Kann ich die jetzt vielleicht da unten einsetzen? Viecher. Wo kommen jetzt auf einmal die Ghule her? Ich bin doch vorhin sonst auch vorhin über den Friedhof hier gelaufen, da ist nichts passiert. Mehr von Teufel spricht.
Was ist denn das jetzt? Halt, stopp. Wait a minute, wait a minute. Ah, lol. Okay. No, 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 no. No, 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 no. Nein, ich war fast fertig. Explosivgeschoss? Wait, what? Schlüssel zum Geigenbauer. Warum kriege ich Explosivgeschoss? Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein, redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hat. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. Das Spiel erzählt sie mal mit Moment. Ey, Dragon, wie geht's dir? Hi. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war wirklich angenehm. Unterhaltung. Sie redete von einem Geschenk der Macht von ihrer Mutter. Also, Donna gab mir eine gelbe Blume mit ihrer Bitte, sie im Garten einzufahren. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie Fräulein Claudias Grab in der Erde eingebracht habe, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihren Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meint, aber es war doch sehr nett von ihr. Ich weiß nicht. Ich denke, wir werden bis um 12 machen wir auf jeden Fall noch, denke ich. Ich muss ja noch mal ins Schloss zurück, da war ja auch so ein Ding mit Murmeln. Ich habe doch Madelina vorhin verkauft, kann ich sie zurückholen? Scheißziege. Jetzt aber Real Talk, kann ich das zurückholen? Jetzt kann ich das lesen. Jetzt habe ich irgendwas aufgehoben. Fuck. Ich weiß nicht, was ich aufgehoben habe. Ha! Komm, stop it. Hi. Hi. Du, das ist. Es war nicht so gemeint, ne? Und du genauso. Ach, Scheiße. Musst du leben. Was mit diesem Vogelcage? Ha, nein, ich häng fest. Scheiße, jetzt habe ich mir was verbockt, Rem, hä? Die wäre bestimmt viel mehr wert gewesen. Kacke.
Kacke, muss ich das irgendwann, wenn ich privat spiele, das nochmal machen mit der Puppen? Fuck, ey. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass man Sachen auch aufheben kann und, Scheiße. Wie meinst du? Nee, wir sind in Rumänien. Vampire, Werwölfe, etc. Solche Sachen. Ich hab gehandelt mit den Dicken, ja. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Wie er mir die Puppe auch noch rotzfrech dir zeigt. Wie er sie mir jetzt rotzfrech auch noch zeigt und sagt, hier, guck dir mal die Puppe, die hast du verkackt. Kann ich Angel jetzt verkaufen? Oder gibt's dafür auch noch mal irgendwas? Ja, stets ja kombinierbar. Das ist jetzt die Frage, kann ich Angie verkaufen oder kommt da noch irgendwas dann? Prächtig, was das wert ist. Nee, Angie kann ich nicht verkaufen. Also kann ich verkaufen. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Moment bitte. Mit Vergnügen. Mega gut, also echt geil gemacht, auch die Story und so alles. Hals und Beinbruch. Ist wirklich gut gemacht, also. Man muss schon dazu sagen, also, was das Game betrifft, haben sie echt Props verdient. Komme ich nicht lang? So, das heißt für mich, wir müssen wieder woanders lang erstmal. Durch den Bauernhof durch. Ja, ja, ich weiß. Alles gut, danke. Den Bauernhof. Zack. Dann erstmal hier den Schlüssel verwenden. Ne, den... Ah, der falsche Schlüssel. Den Schlüssel des Geigenbauers. So, Minion, was hast du denn hier Feines für mich? So zum Beispiel. Schon mal Lay. Ist das sowas? Das ist bestimmt irgendein Schatz oder sowas, ne? Sonst wärst du ja nicht... Sonst wäre das ja alles nicht abgesperrt gewesen. Lei. Chemikalien. Natürlich brauche ich einen Pin. Sieben, sechs, neun, drei, neun, vier. Sieben, sechs. Was, warte mal. 3, 9? 3, 4, ne?
3, 9. 3, 4. Oder war das richtig jetzt? 3, 9, 3, 4. Oder haben wir hier den Pin drauf? Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Welchen Geburtstag? Welchen Geburtstag? Liegt hier irgendwo eine Notiz oder sowas? Oder kommt das noch? Und ich bin schon wieder da, wo ich gar nicht hin darf. Happy Birthday, da, 27.09.17. 27.09.17. Was war denn da Feines? So. Dann mal zurück. Zack. Zack. Ist das Viech kombinierbar? Sehr wertvoll. Nichts kombinierbar, aber sehr wertvoll, okay. So. Jetzt haben wir die Hammer weg. Das heißt, das ist es nicht. Aber das war's. Nee, das war die alte. Dann muss es doch das hier sein. Ja, das hier. Oh nein, es ist der Sumpf. Ultra! Hawa! Hat er mir mein Bein abgebissen? Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und abgehen. Er hat nicht einmal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkriege mich nicht wie ein Falkenhund. Ich schaffe es zur alten Wassermühle. Kann ich ihn stoppen? Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist es kalt. Ich kann mein Bein nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Wo ist das, Mistig? Ja, ich lebe noch. I'm on the life. Oh boy. Oh.
Wo ist die Mistkrücke? Wo muss ich überhaupt lang? Unten. Ach, fuck you. Ach, scheiße. Hi. Du, der, also Wolf. wollte mich töten. Du möchtest etwas kaufen? Ja, schon. Ja. Ist keine Medizin mehr, ne? Die ist schlecht für mich. Aha. Schönen Tag. Scheiße. Ja, ich renne da durch, als es wäre, und nächstes Mal tötet er mich. Weil ich fast keine Dinger mehr habe. Na gut, jetzt habe ich wieder 4. Wo muss ich lang? Kommst nicht rein! Kommst du nicht rein? Verpiss dich! Scheiße. Moin Meister. Alter, lass mich doch jetzt mal weitermachen.